Vor einiger Zeit habe ich in Kamera Raw mal gezeigt, wie du Standards neu definieren kannst. Das bedeutet, du öffnest zum Beispiel eine RAW-Datei und machst eine Einstellung. Und diese Einstellung soll immer auf alle RAWs zutreffen, ganz egal was. Super praktisch, wenn du zum Beispiel immer die chromatische Apparation rausrechnen lassen möchtest, wenn du immer ein bisschen Grund nachschärfen möchtest oder vielleicht auch andere Details einfach gleich mit übertragen möchtest auf alle RAWs. Das habe ich dir in Kamera RAW gezeigt. Das will ich dir heute einmal in Lightroom zeigen. Und Lightroom weist eine Besonderheit auf die dich Kamera RAW gar nicht hinweist. Denn du hast durchaus die Möglichkeit, für jedes Kameramodell, was du benutzt, eigene Standards zu definieren. Du hast nicht nur die Möglichkeit, es ist halt auch einfach so. Ja, das heißt, wenn ich jetzt, also wir öffnen jetzt gleich mal ein Bild, was ich mit einer 700D geschossen habe, und dort setzen wir einen neuen Standard. Wenn ich jetzt ein Bild von einer 80D in Lightroom importiere, dann wird dieser Standard ignoriert, weil ich für die 80D einen eigenen Standard definieren muss. Das ist super praktisch, wenn du Kameras mit ganz besonderen Eigenheiten hast, die einfach ganz andere Einstellungen brauchen. Ja? Schauen wir uns das Ganze mal an. Also, ich habe hier dieses Bild einmal geöffnet und ich werde jetzt hier einfach mal die Klarheit auf plus 100 setzen. Und was ich jetzt mache, um den Stil, um die Einstellung als Standard zu definieren, ist einmal die Alt-Taste gedrückt halten. Dann wird nämlich aus Zurücksetzen Standard festlegen. So, und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann werde ich nämlich darauf hingewiesen, dass ja, die Standards für die Canon EOS 700D treffen werden. So, machen wir das Ganze mal. Also auf aktuelle Einstellungen aktualisieren. Dann gehe ich mal in die Bibliothek, importiere mal ein neues Bild. So, ich nehme jetzt mal dieses Bild, ist aus der gleichen Serie, sage importieren. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Gehen wir mal in den Entwickeln-Dialog und wir sehen, dass dieses Bild jetzt eine Klarheit von 100 hat. Ja, das ist unser neuer Standard, den wir definiert haben. Und somit wird es auf alle Bilder übertragen, die von der 700D kommen. Wenn ich jetzt ein Bild öffne, das nicht von der 700D stammt, sondern von der 80D, dann, wenn ich jetzt in den Entwickelmodul gehe und wir uns das mal anschauen, dann siehst du, dass die Klarheit auf 0 bleibt. Und das ist eine sehr spannende Sache, dass du halt für eigene Kameramodelle eigene Standards definieren kannst.